Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zusammengebauten Video und einem Blick auf drei Lego-Modelle. Links haben wir den Mini, daneben das brandneue Modell der VW Käfer und der gute, alte, ehrwürdige Bulli. Und wir wollen hier in diesem Video mal schauen, wie sich die drei Vehikel so im Verhältnis machen, also wenn man sie nebeneinander stellt. Man sieht natürlich hier, die Maßstäblichkeit ist nicht identisch. Also der Bulli wäre natürlich noch größer im Vergleich zum Beetle und zum Mini. Aber dennoch macht das Ganze vor allem farblich einen richtig guten Eindruck. Also das Ganze wirkt gut zusammen. Und wir sehen ja auch schon, es gibt ja auch Stilmittel, die sich wiederholen. Zum einen hätten wir da die Picknickdecke beim Mini und eben auch beim Beetle. Und der Bulli, klar, das ist ja quasi wie ein Picknick auf Lebenszeit, also man kann hier die Türen öffnen, hat dann den Blick in die Küche. Also so kann man sich fast ein Szenario vorstellen auf dem Campingplatz, ja, in den 60er Jahren. Ne? Man ist losgefahren und hat dann die Welt erlebt. Hier sehen wir alle drei Autos mit abgenommenem Dach, denn man muss ganz klar sagen, das sind doch richtig schöne Modelle zum Spielen. Also die Bespielbarkeit ist absolut gegeben. Wenn die Dächer abgenommen werden, kann man hier entsprechend auch einiges verstellen. Zum Beispiel beim VW Käfer können die Sitze zurückgeklappt werden und auch nach vorne. Hier hinten ist dann übrigens die Picknickdecke. Also wie in echt, wir können die Sitze zurückklappen. Das ist sehr schön gelöst. Auch beim Bulli können wir natürlich das Dach abnehmen und beim Mini sowieso. Ansonsten ist noch zu sagen, dass alle drei Modelle erhältlich sind, noch immer erhältlich sind. Der Bulli ja schon seit etlichen Jahren, der Mini seit wenigen Jahren und der Beetle ist eben ganz neu auf dem Markt für 89,99 €. Ab dem 15. Juli für VIP-Mitglieder und ab dem 1. August dann für alle auch ohne VIP-Mitgliedschaft im Lego Store und via Shop at Home, also im Lego Online Shop. Ich persönlich finde, diese drei Modelle machen sich richtig gut zusammen, in der Vitrine sowieso, und ich könnte jetzt gar nicht so meinen persönlichen Favoriten herausstreichen. Alle drei sind klar wieder zu erkennen und wir haben schon in unserem Lego Neuigkeiten Video ja herausgestrichen, dass beim Beetle an sich fast alles stimmig ist und womöglich die Optik von der Seite nicht hundertprozentig getroffen wurde, aber das ist einfach den fehlenden Rundsteinen geschuldet. Ansonsten ist für mich besonders markant, dass gerade die Front bei allen drei Autos absoluten Wiedererkennungswert hat. Also das macht einen richtig, richtig stimmigen Eindruck. Eine tolle Serie hat Lego da gestartet. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Den Mini Käfer und den Bulli halten wir schon jetzt in Ehren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen neuen deutschen YouTube-Channel abonniert. Bis zum nächsten Mal. Immer bitte vorsichtig fahren und bis dann. Frohes Bauen. Tschüss.